Es klingt eigentlich viel zu gut, um wahr zu sein. Eine Türkei-Rundreise. 8 Tage lang inklusive Flug und 4- bis 5-Sterne-Hotels für, und jetzt halten Sie sich fest, 99 Euro. Können Sie sich das eigentlich vorstellen? Dafür bekommt man normalerweise nicht mal einen Flug von Frankfurt nach Berlin. Wie soll das also gehen? Muss man vor der Reise das Flugzeug putzen oder vor Ort in der Türkei kellnern? Wo ist der Haken? Das haben sich auch Claudia Kraftschick und Susanne Pohlmann gefragt und haben den Selbstversuch gemacht. Flughafen Frankfurt, mitten im Winter, ab in den Süden. Wir haben gebucht zum Schnäppchenpreis. 5 Sterne Bildungsreise in die Türkei für 99 Euro inklusive Flug, 7 Übernachtungen im 4- bis 5-Sterne-Hotel inklusive Frühstücksbuffet und Rundreisen. Da sind wir mal neugierig, ob da nicht irgendwo ein Haken ist. Diese Beilage in Zeitschriften ist uns immer wieder aufgefallen. 99 Euro, ein unschlagbares Angebot. Aber was bekommt man dafür? Das wollen wir testen, zu zweit. Wir drehen offen und verdeckt mit allen Tricks. Top oder Flop, was wird es werden? Wir machen uns auf mit gemischten Gefühlen. Unser Airbus ist ausgebucht bis auf den letzten Platz und alle haben 99 Euro bezahlt. 3 Stunden später, in Izmir warten 4 moderne Reisebusse auf uns. Wir sitzen kaum, schon versucht der Reiseleiter, uns Zusatzpakete zu verkaufen. 129 Euro fürs kleine Paket, 228 Euro fürs große. Entweder Halbpension oder Vollpension, inklusive Eintrittsgeld und Führungen. Er lässt nicht locker. Ganz offensichtlich gehört es zur Taktik des Reiseveranstalters, möglichst jedem Kunden mehr Geld zu entlocken. Wir wollen uns noch nicht festlegen, das ist uns zu teuer. Das Paket ist doch sehr günstig. Und die Hotels sind außerhalb. Das wird schwer, ein Restaurant zu finden. Die haben im Winter zu. Ganz klar, er will uns verunsichern, um die Zusatzpakete zu verkaufen. Nachts um 1:30 einchecken im ersten Hotel. Wow. 4 Sterne. Das Hotelzimmer ist klasse, tolle Ausstattung, tolle Lage. Aber hätten wir das Essenspaket genommen, das Gesamtarrangement, hätten wir 3-mal so viel bezahlt, wie jetzt die Reise kostet. Die Entschädigung für die etwas kurze Nacht, der Blick aufs Meer. Die Busfahrten zu den Ausflugszielen sind in den 99 Euro enthalten, nicht aber der Eintrittspreis. Der Reiseleiter sagt uns, das Geldtauschen in türkische Lira sei schwierig. Doch diese angebliche Hürde nehmen wir ohne weiteres und kaufen unsere Tickets selbst. 2 Eintrittskarten, A25. Den ersten Schritt haben wir geschafft. Selbstständig sind wir. Die Karten für rund 12 Euro, ganz problemlos also, da wollte uns der Reiseleiter wohl ein wenig Angst machen. An der Führung dürfen wir ohne Zusatzpaket nicht teilnehmen, so machen wir uns über das Weltkulturerbe Ephesus selber schlau. Alternativ gibt's Informationen auch über Kopfhörer. Also Audioguide kostet 15 türkische Lira oder 7 Euro und gibt's in allen Sprachen, perfekt. Mittags hält der Bus an einem Rasthof außerhalb. Die Gruppe eilt zum bereitgestellten Buffet. Wir müssen uns selbst versorgen. Ist auch das, wie der Reiseleiter bemerkte, ein Problem? Von wegen. Vor einem kleinen Laden serviert man uns Börek und Tee. Auch ohne Zusatzpaket müssen wir also keineswegs Hunger leiden. Koffer verladen am frühen Morgen. Auch das taktisch geschickt vom Veranstalter. Durch den Hotelwechsel muss jeder mit. Unserer ersten Verkaufsveranstaltung kann niemand entgehen. In der Teppichmanufaktur kommt auf fast jeden Gast ein Verkäufer. Manndeckung sozusagen, intensive Überredungskünste inklusive. Alle sprechen hervorragend Deutsch. Wir werden in einen Nebenraum geführt. Auf einmal ist die Tür zu. Wir sind von der Gruppe isoliert, das ist unangenehm. Jetzt sind wir dem Verkaufsprofi ausgeliefert. Denken Sie mal laut, welcher Teppich gefällt Ihnen am besten? Nur von der Fläche her. Welche Farben gefallen Ihnen? Die Verkäufer lassen nicht locker. Selbst wenn ich aufgestanden bin, ist er dann auch noch mal so hinterher und wirklich so begleitet bis zum Ausgang. Und doch immer noch mal wieder eben so zu versuchen. Ich fand es als lästig. Kuscher Dasse, unser Hotel abseits des Zentrums. Ja, wir haben ja heute kein Abendessen gebucht. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg und mal gucken, ob hier überhaupt noch irgendetwas aufhat in der Nachsaison. Das kann kritisch werden heute Abend.
warnte zumindest unser Reiseleiter. Zunächst sieht es trostlos aus, bis wir um die Ecke biegen. Und hier gibt es tatsächlich Restaurants wie Sand am Meer. Und frisch gegrillten Fisch extra für uns für nur 7 Euro. Prost! 99 Euro, was bekommen wir dafür? 7 Übernachtungen in guten Hotels, historische Stätten und Shoppingstops im Wechsel. Pergamon, ein Höhepunkt unserer Reise. Wir sind ohne Paket wieder von der Führung durch den Reiseleiter ausgeschlossen. Doch die meisten Reiseteilnehmer schätzen die Gruppenzugehörigkeit, die geregelten Essenszeiten und den festen Tagesablauf. Rundum sorglos also. Wo der Bus hält, ist kein Zufall. Dahinter stecken wirtschaftliche Interessen. Unter der Hand erfahren wir, die Fabriken bezahlen dafür. Wir sind bei einem Hersteller von Lederwaren gelandet. Hochprofessionell wird uns die Kollektion vorgestellt. Dann werden 2 Gäste auf den Laufsteg geholt. Ein Garant für Umsatz, denn die frisch gebackenen Stars kaufen so gut wie immer. Und der Applaus motiviert. Wir wandern gut gelaunt in den Showroom. Von vornherein werden uns 40% Sonderrabatt angeboten. Angeblich seien wir die letzte Gruppe vor der Winterpause. Auch das ist nur eine Masche und sie funktioniert. Wie es sich mit den Mondpreisen verhält, verrät uns der Manager im Gespräch. Wissen Sie, die Deutschen wollen noch handeln. Das erwarten die. Daher verdoppeln wir gleich mal den Preis und schlagen noch 40% drauf. Sie müssen erst mal die 40% wieder abziehen und dann den Preis halbieren. Zum Schluss bedankt sich der Reiseleiter bei den Gästen. Er lässt durchblicken, er ist am Umsatz beteiligt. Am Ende der Woche gibt es wenig zu meckern. Wir waren sehr skeptisch, aber es hat uns wirklich, die Reise hat uns überzeugt. Wir haben viel gesehen, haben zwar viel im Bus gesessen, aber das war für mich jetzt eigentlich irgendwie schon ganz gut. Gut, dass die Sachen gesponsert werden für den Preis, ist eigentlich klar. Und dann muss man halt da durch. Norman Steinberg hat 1000 Euro für diese Jacke bezahlt. In der Türkei glaubte er noch an sein Schnäppchen. In Deutschland lassen wir diese und 2 weitere Lederjacken bei einem Kirschner überprüfen. Das ist auf jeden Fall Merino-Lammfell. Ja, das sieht man. Was man jetzt auch sieht, ich zum Beispiel schön hier am Revers, die Seite vom Lammfell ist voll. Die Seite vom Lammfell ist nicht so voll im Haar. Auch die Verarbeitung lässt zu wünschen übrig. Noch kritischer sein Urteil zu den Nappa-Lederjacken. Dünnes Material mit einer stark glänzenden Beschichtung. Das spricht für mindere Qualität. Der Reißverschluss reibt am Leder. Zur Reklamation müsste man wieder in die Türkei fahren. Doch wer macht das schon? 1200 Euro für beide Jacken, sagen wir 600 Euro pro Jacke, ist relativ viel Geld für einen Kauf in der Türkei. Mehr als 300 Euro pro Jacke hätte er nicht bezahlt. Das war also klare Abzocke. Wir erinnern uns, wir waren für 99 Euro in der Türkei. Billiger geht's nicht. Doch die meisten unserer Mitreisenden haben letztendlich mehr bezahlt, mit Zusatzpaket rund 330 Euro. Unser Fazit: Wer bei den Verkaufsveranstaltungen das Geld stecken lässt, kann eine schöne Schnäppchenreise machen. Und gleich in Wiesn.